Hey Leute, ich habe den Feiertag gestern endlich mal nutzen können, weil ich so viele andere Dinge noch um die Ohren habe. Bin ganz erstaunt, vielen Dank, dass sich doch so viele dafür interessieren, was ich bastel, und habe mich deswegen auch beeilt, weiterzumachen. Bin ein bisschen weitergekommen, weil ganz viel Kopfzerbrechen hat mir der Sitz gemacht, also besonders das Material und die Art und Weise, weil immer dieser Gewichtsaspekt im Hintergrund ist. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe einen Sitz konstruiert, die Lenkung halbwegs fertig. Ob es so bleibt, weiß ich nicht, muss ich testen. Denn ja, learning by doing. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin heute mal drin gegangen, draußen ist es nicht so schön. Und bin auch ein bisschen dreckig, weil ich gerade noch am Flexen und Machen und Tun war. Und ich nehme jetzt mal das Handy und gehe mal ins Detail. Also fangen wir mal mit der Sitzkonstruktion an. Man sieht, ich habe mich wieder im Stahl bedient. Ich habe erst überlegt, Holz zu nehmen oder eine GFK-Geschichte mir zu basteln. Nur die Zeit lässt das jetzt einfach nicht zu, weil ich will irgendwann erstmal mit dem ersten Prototypen fertig werden, dass ich mich jetzt mit jedem Detail so lange auseinandersetze. Ich packe das hier mal wieder ins Stativ. Und darum habe ich es jetzt so gemacht. Und die Idee war, er sollte eine halbwegs ergonomische Form haben. Ich habe mir da bei Google etliche Bilder angeguckt, was es so gibt. Und er sollte, wie man sieht, klappbar sein, dass ich ihn hinterher zum Beladen, weil hier soll so ein kleines Gepäckabteil entstehen, hochklappen kann und wieder runterklappen kann. Oder wenn ich wirklich mal Wartungsarbeiten durchführen muss, den Sitz ganz rausnehmen kann. Wie habe ich das gemacht? Ein Vierkantstahlrohr. An dieser Stelle kann man es noch sehen, wie die Vorgehensweise war. Nur, dass ich jetzt hier ganz viele Schnitte gemacht habe. Das waren ja in den anderen Kurven entsprechend weniger. Ich habe mir Schnitte gemacht, das zurechtgebogen, verschweißt. Naja, und da, wo ich es dann durchs Testen gemerkt habe, hier war so eine Schwachstelle. Nachdem ich mich zum ersten Mal zum Probesitzen hingesetzt habe, dann nochmal mit dickerem Stahl verfestigt und auch gleichzeitig mir hier noch eine Stütze und hier oben einen Anschlag gebaut. Das wird dann im Detail wahrscheinlich noch irgendwie mit so ein bisschen so einer Gummiauflage oder Moosgummi, ich weiß noch nicht, das ist, soll ja nicht so blechern klingen. Auch hier unten dieses zum Rausnehmen. Muss ich mir irgendwas überlegen? Ich gehe da noch mal näher hin. Ja, man sieht es hier ganz simpel gelöst. Zack. Und ja, zack. So sieht es im Detail aus. Ja. Also ich habe erstmal viel komplizierter gedacht, aber mit ein bisschen Ruhe und Geduld kommt irgendwann der Einfall. Auch hier, das ist ja, da drückt die Kraft ja nur nach unten. Hier oben ist es ja ein halb aufgeschnittenes Rohr, ein bisschen geflext, gemacht, getan, gebraten. Ja. Meinen Rahmen habe ich, wie man sieht, ein bisschen verändert. Hier an dieser Stelle waren vorher noch lange Streben, weil ich meinte, ich müsste die hintere Karosserieform unten auch bauchig kriegen. Aber jetzt, wo der Sitz drin ist, denke ich, wenn ich es oben im Schulterbereich ein bisschen mehr Platz habe, also jetzt hier, wo diese Streben sind, sollte das reichen. Aber wie alles bei mir, Step by Step, vielleicht verändert es auch nochmal wieder. Ja, das ist der Sitz. Oder das, was mal der Sitz werden soll. Dann habe ich mit der Lenkung weitergemacht.
Die war ja bis hierhin schon fertig. Die Gewindestangen habe ich jetzt erstmal so reingesetzt. Ich habe da noch von jemandem per Kommentar einen Tipp gekriegt, dass das wohl nicht halten wird. Gebe ich ihm recht, die sind sehr labil. Die werde ich nochmal in ein Rohr setzen und ja, an bestimmten Stellen verschweißen, sodass ich letztendlich nur für die Spureinstellung dann die Gewindestange rausgucken habe, beziehungsweise ein paar Gewindegänge habe. Hier weiß ich noch nicht, ob es so bleibt. Also diese pinke Stange ist eh nur provisorisch zum Testen der Lenkung. Soll ja ein komplettes Kardangelenk werden, es fehlt ja noch ein Segment. Das ist ein, ja, klingt blöd auch von meinem Rollstuhl, den ich habe. Und zwar ist das eine kugelgelagerte, dicke M12-Schraube, wo die Vorderräder freiläufig mit befestigt waren. Und die habe ich ja, hier oben unten drunter ein bisschen angebraten, angeschweißt, dass sie fest ist. Und von unten, ich gucke mal, ob ich das da rumführen kann, dass man es sieht. Das Gegenstück habe ich mir so angezogen, wie ich es haben möchte. Und mit einer Mutter und einem Splint, also ich habe ein Loch durch Mutter und Schraube gebohrt und einen Splint durchgesteckt, sodass ich es lösen kann und es dennoch fest ist. Wie jetzt dieses Übereinanderhängen dieser ich nenne sie mal Spurstangenköpfe, sich aufs Lenkverhalten auswirkt, keine Ahnung. Ob mein, ich weiß jetzt gar nicht, muss ich lügen, 2 oder 3 mm dickes Stahlprofil hier hält, keine Ahnung. Gleiches habe ich auch da verbaut, aber ich sag mal so, von Hand kann ich es nicht verbiegen und wenn ich es von Hand nicht verbiegen kann, kann ich es auch nicht festhalten. Gut, es ist jetzt ein Hebel, ich muss es testen. Jedenfalls die Lenkung funktioniert, ich bewege sie mal, so dass man es auch noch sehen kann. Zack. Und da habe ich jetzt eine leichte, wie sagt man, Untersetzung reingebracht, den Abstand Lenkachse zum Anlenkpunkt ist dort größer als hier. Man sieht es auch, wenn ich ganz einlenken wollte. Aber ich denke, das im Alltag braucht man es nicht. Ja, die meiste Zeit soll das Ding geradeaus fahren. Und bei vollem Lenkeinschlag sieht man jetzt von hinten vielleicht auch, ja, auf dem Video schwer zu erkennen, aber es ist mir gelungen, das kurveninnere Rad schlägt deutlich mehr ein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Was man da vielleicht schon erkennen kann, ist, dass das kurvenintere Rad auch in die Kurve legt. Naja, und das Äußere hat eine Tendenz, sich auch in die Kurve zu legen. Vielleicht nicht so stark. Aber es war schon kompliziert genug. Diese Details kriege ich nie mehr raus. Ja, wenn ihr Fragen habt oder euch was besonders interessiert, dann schreibt mir gerne. Ich gebe mir Mühe, dass ich weiterkomme und bald wieder ein Video präsentieren kann. Die Vorgehensweise, ich wollte ja eigentlich erst die Lenkung fertigstellen, aber dann fiel mir ein, dazu müsstest du auch wissen, wo die Pedale und die Kettenführung hinkommen. Gut, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wichtig war erstmal die Sitzposition, dass ich sozusagen um den Fahrer herum alles weiterplanen kann. Und deswegen habe ich gestern erst mit dem Sitz weitergemacht. Und jetzt mal schauen. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis bald.